Hallo und guten Morgen. Ja, ich bin hier jetzt mal live über Facebook. Zum ersten Mal möchte ich das von Zoom über Facebook mal schauen, wie das funktioniert, weil ich möchte gerne einen Bildschirm mit euch teilen. Ja, ich bin jetzt hier wieder zu Hause. Lissabon war wunderschön, mit ganz, ganz tollen Menschen. Das Thema war Herzöffnung. Und das war so bereichernd. Wir haben meditiert, wir haben geheilt, wir haben gefeiert, wir haben gegessen, wir haben einen Ausflug gemacht. Also es war wunderschön und es war total bereichernd und vor allem eben auch der Austausch und nicht nur die Meditation und die Stille, sondern das ganze Gegenteil war im Prinzip das, was so wertvoll war. Und zwar sich zu öffnen, über sich zu erzählen, Erfolge, Niederlagen zu teilen. Und andere Ansichten vor allem zu bekommen, Perspektiven zu wechseln und zu sehen, wie andere Menschen das Leben sehen, wie andere Menschen vor allem sich selber sehen, wie andere Menschen verstehen, warum wir hier überhaupt da sind. Und es war so schön für mich zu sehen, dass ja, dass das, was ich mache, was ich tue, so wertvoll ist und dass es so gut und richtig ist. Und ja, das wollte ich jetzt heute mit euch teilen und vor allem auch inspiriert durch einen Post von Dr. Joe Dispenza in der englischen Gruppe. Ich sehe überhaupt nicht, ob jemand da ist und zuschaut. Mal gucken, ob ich das hier auf diese Art und Weise hinkriege. Mal schauen. Ganz kurzen kleinen Moment, ob mich das auf Facebook. Ja, das sieht gar nicht schlecht aus. Wenn ihr mir schreiben wollt, ob ihr da seid, kommentiert doch kurz irgendwie Hallo. Ich weiß, es ist ein bisschen früh am Samstagmorgen, aber manche sind ja doch tatsächlich schon unterwegs. Ich sehe jetzt gerade wirklich nicht, wer da ist. Auf jeden Fall könnt ihr mir gerne in die Kommentare einen guten Morgen schreiben. Ich grüße euch ganz, ganz herzlich. Und auch wenn ihr Fragen habt unterwegs, schreibt einfach rein. Ich weiß nicht. Bin jetzt hier mit meinem Handy auf Facebook und mal schauen, ob ich da was sehe, wenn ihr mir kommentiert. Ja, ich sehe jetzt, dass drei, vier Leute da sind. Mega cool. Also wie gesagt, schreibt doch mal kurz ein Hallo oder guten Morgen oder nur ein paar Herzchen. Oh je, jetzt habe ich da meine Lautstärke. Ja, die Evelyn sehe ich. Ja, okay. Also, ihr Lieben, ich habe hier diesen Post. Das ist zwar auf Englisch, wollte euch das kurz übersetzen, weil ich das halt wieder immer so wichtig finde. Er schreibt hier: If you want to change, you must have your thoughts and idealized self. You must have your thoughts and idealized in your thoughts and idealized self. Und das ist manchmal so, so schwer, oder? Du musst wirklich wissen, wie dein ideales Selbst ist, wer du wirklich bist. Also das ist ja nicht irgendwas, was aus der Luft gegriffen ist, sondern das ist ja, was du ganz tief in dir drin immer schon gewesen bist. Dieses ideale, perfekte Wesen, das du warst, als du als Baby auf die Welt gekommen bist. Oder? Und dieses wirkliche wahre Selbst, dieses Seelenselbst oder wie du es nennen möchtest, das ist so wichtig, dass du das herausfindest, dass du weißt, wer du bist. Und Dr. Joe Bistente sagt auch noch, also du musst wissen, wenn du dich verändern willst, dann musst du in deinen Gedanken ein ideales Selbst von dir haben, ein Modell, you can emulate, which is different and better than the you that exists today in your particular environment, body and time, oder? Und er sagt, dass es besser ist als dieses Selbst oder dieses Selbstbild, das du von dir hast, das im Moment von dir existiert, in deiner speziellen Umgebung. Dieses Selbstbild existiert auch in deinem Körper und natürlich in dieser Zeit. Und das habe ich auch in meinen Coachings so fest herausgefunden, dass das A und O ist, dass du dieses Selbstbild von dir
Also mal schauen, ob das klappt, dass du dieses Selbstbild von dir hast. Und eins von meinen Lieblingssätzen oder Aussagen in letzter Zeit ist, du entscheidest, ob du von dem Leid und von den Erinnerungen deiner Vergangenheit in den Arsch getreten wirst und so vorwärts gehst, oder ob du von deiner klaren Vision deines Selbst, deiner Zukunft angezogen wirst. Und wenn du das verstehst und vielleicht auch schon Meditation von Dr. Joe Dispenza gemacht hast, dann weißt du, dass er genau auf das fokussiert und dich dorthin leitet, vor allem in dieser Walking Meditation Nummer 5. Dann ist es so, so essentiell, dass du dir bewusst und klar bist. Nummer 1, wer bist du wirklich, oder? Was für ein Anrecht hast du tatsächlich, hier perfekt, wunderbar, schön, talentiert, einzigartig und einfach die Person zu sein, die du selber wirklich immer schon warst? Weil wir sind ja alle. Wenn wir als Babys auf die Welt kommen, sind wir ja perfekt. Da ist ja alles, da ist ja nichts, kein schlimmer Gedanke, keine schlimme Erinnerung, gar nichts und niemand. Und dann werden wir geboren in unser Umfeld zu unseren Bezugspersonen und diese Bezugspersonen sehen etwas in uns. Und das hat aber nichts mit uns selber und uns, dem, was wir wirklich sind, zu tun, sondern sie sehen in uns etwas, was sie sehen können, was sie mitbringen an Brille, an Überzeugungen, an Paradigmen, an Art und Weise, wie sie glauben, dass das Leben funktioniert und an Art und Weise, wie sie glauben, dass du hier überlebst. Das machen ja unsere Eltern, unsere Bezugspersonen aus bestem Wissen und Gewissen. Aber ich sage immer noch, das ist eine mittelalterliche Ansicht. Da ist nichts, kein Wissen dahinter, in den wenigsten Fällen natürlich, nicht nur kein Wissen, aber in den wenigsten Fällen ist das Wissen dahinter, wie unser Leben wirklich funktioniert, wer wir hier sind als Verstand und als Geist oder als Seele, wie du es nennen willst, als diese Person, die eine klare Verbindung hat zu Feld der unendlichen Möglichkeiten, zur Fülle, die eine klare Verbindung hat zu dem, was es ist und wo es hergekommen ist. Und Dr. Joe Dispenza bringt uns in seinen Meditationen energetisch in diesen Raum, dass wir spüren, dass wir merken, wer wir wirklich sind. Nur passiert hier eben leider oft dieses Problem, dass viele Menschen nach den Meditationen wieder vergessen, was sie in der Meditation gelernt haben. Und da kommt eben die Wichtigkeit einer klaren Mindset-Arbeit und einer Arbeit am Schreibtisch, einer Arbeit, wo du deine Rolle, er sagt auch immer, rehearse yourself. Das heißt nichts anderes wie studiere dein neues Selbst ein, bis es bühnenreif ist. Und diese Schritte, die tun viele Menschen nicht. Diese Schritte, sich klar zu werden, was denke ich und was fühle ich denn aktuell in Bezug auf das, was ich bin, in Bezug auf wer ich bin, vor dem Hintergrund, was ich gelernt habe. Und das ist auch etwas, was der Dr. Joe Dispenza immer wieder erwähnt. Lerne Neues, lerne zu verstehen, wer du bist, lerne zu verstehen, wie die Welt ist. Aber was es dazu braucht und was für eine Konstanz und was für eine Klarheit es dazu braucht, dass du dich eben nicht mehr täglich in dein altes Leben zurückziehen lässt, dass du dich nicht mehr täglich überzeugen lässt, dass das Leben vielleicht doch anders läuft, weil die Nachbarin, der Freund oder was weiß ich nicht was mit dir in Problemen wälzt und dich energetisch wieder dorthin bringt, wo du gar nicht sein möchtest. Und das sind so schwierige Geschichten, das mit dem Außen, die Beziehung mit dem Außen zu kreieren, einfach sich da außen vorzunehmen und von innen heraus konstant, permanent sich verbinden mit der Persönlichkeit, mit dem Selbst, das du sein willst, vor dem Hintergrund deines Wissens, wie das Leben wirklich funktioniert, wie diese Quantenphysik funktioniert, wie die unendlichen Möglichkeiten funktionieren, wie es tatsächlich funktioniert, dass du Dinge kreieren kannst, dass du Dinge in dein Leben ziehen kannst, dass du Situationen kreieren kannst, dass das alles aus dir heraus entsteht und dass du
klar und deutlich der Schöpfer deiner Realität bist und kein ausgeliefertes Opfer von Meinungen im Außen oder von Situationen in der Vergangenheit. Da darfst du ganz krass und ganz klar sein und kannst sagen, das hat mit mir nichts zu tun, was in der Vergangenheit passiert ist. Ich nehme es nicht an, dass ich in die Zukunft gehe mit dem Päckchen der Vergangenheit, mit Erinnerungen an Situationen der Vergangenheit. Das klingt natürlich ziemlich krass für unseren analytischen Verstand, der mit Paradigmen und Glaubenssätzen versorgt ist, die da zum Beispiel heißen, ja, du darfst nichts ignorieren, du musst ja alles aufarbeiten und so weiter und so fort. Das ist auch richtig, kein Widerstand erzeugen, nichts wegschieben. Deswegen gilt es so fest, das Große und Ganze zu verstehen und zu verstehen, wann bin ich im Widerstand, wann bin ich im Wegschieben, wann darf ich etwas erkennen hinter diesen ganzen unangenehmen Emotionen und Gefühlen, die immer wieder hochkommen. Wie kann ich mit denen arbeiten? Wie kann ich dieses Unangenehme aus der Vergangenheit dazu nutzen, mich zu katapultieren in meine Wunschzukunft mit meinem Wunsch selbst? Und wenn du das alles hinkriegst und meisterst, und ich weiß, dass es möglich ist, erstens mal, weil ich selber herausgefunden habe, wie es geht, zweitens mal, weil ich mittlerweile wirklich schon ganz, ganz viele wunderbare Frauen dabei begleiten durfte, das für sich selber herauszufinden. Und ich weiß, dass es funktioniert. Und deswegen weiß ich auch, dass dieser Satz, den ich hier für diese Live geschrieben habe, finde heraus, wer du wirklich bist. Und werde gesund und finanziell belohnt, du selbst zu sein. Du selbst zu sein. Mit all deinen Gaben, mit deiner kompletten Persönlichkeit, mit deiner reinen Perfektion, mit deinem offenen Herzen, mit all dem, dass du wirklich, wirklich bist, wenn du diesen ganzen Kladderadatsch, diesen Müll, den du aufgenommen hast, der dir übergestülpt worden ist in jungen Jahren, wenn du diese Schichten für Schichten ablegst und endlich freie Sicht bekommst, das Leben mit anderen Augen siehst, dich selber mit anderen Augen siehst und dann anfängst, Dinge anzuziehen, die auf dieser Frequenz leben, auf die du dich neu begeben hast. Dann ist es tatsächlich unausweichbar, dass du gesund wirst, dass dein Körper die Informationen bekommt. Ich bin komplett, ich bin in Ordnung, ich bin in Perfektion. Wenn du dieses Selbstbild von dir hast, kann dein Körper nichts anderes tun, als auf diese Information zu reagieren. Denn er reagiert auf jede Information, auf jede Überzeugung, auf dein Selbstbild, das du von dir hast. Wenn du ihm die ganze Zeit irgendwas beibringst und sagst, keine Ahnung, das und das Gefühl, die und die, dieser Schmerz bedeutet, ich bin kaputt, ich bin nicht in Ordnung, etwas Schlimmes wird passieren, ich werde womöglich sterben, dann sagt dein Körper, ei, ei, Chef, gehört, ich glaube dir, also werde ich das replizieren, was du mir sagst, und ich werde dir das im Körper zeigen. Und im Außen wirst du Leute anziehen, die dir das auch noch bestätigen, und die Freundin, und dann hörst du irgendwas im Fernsehen, etc. pp. Aber alles nur aus deiner eigenen Überzeugung heraus. Und deswegen ist es so essentiell, dass du deine Überzeugung änderst, dass du deine Paradigmen änderst, dass du die shiftest. Und zwar nicht irgendwie so wie ein Wahnsinniger, sondern dass du weißt, wie das Leben funktioniert, dass du weißt, wie das reine Bewusstsein funktioniert, dass du weißt, wie der Raum der unendlichen Möglichkeiten funktioniert, wo du dort bist, was deine Rolle dort ist. All dieses zu begreifen und zu verstehen und neu nach diesen Regeln zu leben und nicht nach diesen mittelalterlichen Regeln, sage ich, die uns unsere Eltern noch beigebracht haben. Was weiß ich, du musst leiden, wenn du was erreichen willst, und Kompromisse, und du kannst nicht alles haben und all so ein Zeug. Wenn du nach diesen Leitsätzen und Paradigmen lebst,
dann lebt dein Leben nach diesen Leitsätzen und Paradigmen, dann lebst du danach, dann ist es schwer, dann ist es eingeschränkt, dann ist es eben krank und dann ist es auch finanziell eingeschränkt und dann bist du nur so ein ganz kleiner Teil von dem, was du wirklich bist und lebst dieses Leben nach diesen Regeln. Aber du kannst dich entscheiden. Du musst es nicht so machen. Wir haben heute so viele Beweise dazu, dass das so wahr ist. Und die Wissenschaft und Dr. Joe Dispenza mit seinen Erfahrungen und Testimonials zeigt uns, dass es geht. Und ich bin nicht hier, um dir beizubringen, die Arbeit von Dr. Joe Dispenza, sondern ich bin dir beizubringen, was machst du, wenn du nicht in der Meditation bist? Wie gehst du mit dir um, wenn du nicht in der Meditation bist? Was denkst und fühlst du den ganzen Tag? Wie bist du unterwegs? Ich helfe dir, dein Selbstbild, deine klare Vision deiner Zukunft zu kreieren. Und zwar aus der Fülle, aus den ganzen großen Möglichkeiten und nicht danach aus dem, was du dir vielleicht gerade vorstellen kannst, was möglich ist. Weil, schau mal, dein Verstand, der weiß, das, was er weiß, was er gelernt hat, anhand dessen, was er mal gesehen, gehört hat oder beigebracht bekommen hat. Aber wie viel Prozent ist das an Wissen, an Unendlichkeit, an unendlichen Möglichkeiten, an unendlichen Wegen, an unendlichen Dingen, die dir begegnen können? Ist es doch ein kein, nicht zu berechnender winziger Anteil als das, was tatsächlich wirklich alles möglich wäre, wenn du in diesen Raum der Unendlichkeit eintrittst und anfängst, deinem Herz zu vertrauen, anfängst, diesen Gefühlen, diesen Emotionen, deinem emotionalen Wissen zu vertrauen, das über dein Herz eins zu eins mit deinem reinen Bewusstsein der Unendlichkeit aller Möglichkeiten verbunden ist. Und das viel, viel mehr weiß als dein logischer Verstand, der nur die Vergangenheit in die Zukunft tragen kann. Und dieser logische Verstand muss neu informiert werden über die neuen Regeln, die neuen Sichtweisen, die neuen Paradigmen, die neuen Denkweisen, wie das Leben wirklich funktioniert und welche Rolle du darin wählst und wie du es auskosten möchtest und wie du dazu beitragen willst, dass die ganzen Paradigmen, nach denen das Großteil unserer Gesellschaft noch lebt, sich ändern dürfen und sagen, du darfst tatsächlich frei sein, du darfst du selber sein, du bist sowas von okay, dass das, was du bist, wer du bist, dir ohne weiteres, ohne dass du noch, ich muss 100.000 Bedingungen erfüllen musst, erlaubt, gesund zu sein und etwas zu tun, das dir entspricht, das deinem Herzen entspricht, das deiner Vision, deiner Persönlichkeit, deiner Mission entspricht, was dich finanziell trägt. Ohne dass du dich auspowerst, ohne dass du dich müde machst, ohne dass du dich kaputt machst, ohne dass du deinen Körper in Mitleidenschaft ziehst. Das muss nicht sein. Glaube mir, ich war dort am allerendesten Ende. Bettlägerig, am Ende kaputt, keine Lust mehr gehabt, auf diese Art und Weise nur weiterzuleben und habe dann den Entschluss getroffen, entweder geht's anders oder ich mag nicht mehr, weil es nicht lustig ist und wir sind nicht hier zum Leiden, wir sind hier, um Spaß zu haben, wir sind hier, um freudig zu sein, wir sind hier, um Glück zu bringen, um schöne Perspektiven in die Welt zu bringen und nicht um Leid und Sorge und Angst zu vermehren. Und je weniger Menschen das weiterhin tun und je mehr Menschen weiterhin Freude, Glück, Zuversicht, Vertrauen, die Sicherheit in unendliche Potenziale mittragen, desto besser wird es für uns auch im Außen, desto einfacher ist es für uns, rauszugehen und mit den Energien des Kollektiven zu verbinden und nicht im Moment halt selektiv sein zu dürfen, mit sich selber erstmal in Ordnung zu kommen. Und diese Masse an Menschen, mit denen man sich gut fühlt, die Uplifter sind, also die einen erheben, die einen bestärken, die einen in seinem Potenzial sehen, diese Masse an Menschen darf größer werden. Und meine Mission ist es, Leute, die sagen genau, was du sagst,
Das finde ich auch. Und ich möchte jemand sein, der das macht und der größer wird. Und ich sehe auch, dass meine Krankheit oder meine Beschränkungen oder das, was mich dorthin gebracht hat, wo ich jetzt bin, dass das für mich der Absprungpunkt ist, um groß zu werden, um meine Großartigkeit zu leben und herauszufinden, wie fantastisch ich wirklich bin und was eigentlich die Idee war, als mich die Schöpfung hier auf die Erde gebracht hat. Sicher nicht, um zu sagen, du bist Scheiße, sondern das ist einfach diese Sichtweise und die Perspektiven des Umfelds. Und wenn wir das nicht ablegen und loslassen und neue Paradigmen leben, neue Informationen leben, neue Informationen ins Feld hineingeben, dann kann sich das ändern. Das müssen wir ändern. Wir dürfen das ändern. Dazu sind wir da. Wir haben alle Tools und Möglichkeiten jetzt in unserer Generation. Und die jetzt anzupacken und umzusetzen und vorwärts zu gehen. Das ist das, wo ich so dafür brenne und wo ich weiß, dass es geht und wo ich hundertprozentig weiß, dass es die Aufgabe ist von uns, das zu tun. Und dazu müssen wir uns halt aus der Herde ein bisschen entfernen und Führung übernehmen und zu sagen, wir gehen andere Wege, wir treffen andere Entscheidungen, wir sehen die Welt anders, wir machen nicht das, was wir bis dahin gemacht haben, sondern neue Dinge, immer wieder neue Dinge und sind so Beispiel für das Neue. Und aus diesem Grund bin ich hier, aus diesem Grund mache ich, was ich mache, aus diesem Grund bin ich glücklich, mit Menschen zusammenarbeiten zu dürfen, die sagen, ja, genau, ich bin sowas von bereit und ich bin happy, wenn du das vorgehst, Patricia, und ich bin glücklich, dass du einerseits entweder diese Inputs lieferst, die du lieferst für uns, und ich gebe eben auch die Möglichkeit, wirklich da schneller voranzugehen und mit mir zusammenzuarbeiten. Und es klingt arrogant und man sagt es heute nicht, aber ich habe es jetzt wieder rausgefunden mit einer wunderbaren Frau, die nur nach einem ersten Coaching in dem jetzigen 2-Monats-Programm ein einziges Coaching schon einen krassen Shift erleben durfte und sich jetzt wieder bestärkt fühlt, in ihre Zukunft zu gehen. Und das war nur das erste Coaching. Da kommt noch mehr. Und das ist nicht, was ich mache, sondern ich öffne Türen. Ich öffne Perspektiven, ich mache auf den Raum zu Möglichkeiten und mache Klarheit, gebe Klarheit, erkläre, wie die Dinge laufen, erkläre, wie das Leben funktioniert, erkläre die Gesetze, die dahinter stecken, die uns zur Verfügung stehen. Und das ist meine Arbeit und ich weiß mittlerweile, deswegen gehe ich so raus. Ich bin nicht eine Posaunerin, aber ich weiß, dass es funktioniert und ich weiß, dass die Leute, die dann dort in dem Standing sind, auch wieder weitergehen und neue Menschen inspirieren, ein tolles Leben zu leben, gesund zu sein, glücklich und frei zu sein, weil dazu sind wir hier und nicht um zu leiden und um Schmerzen zu haben und um eingeschränkt zu sein und uns nach der Decke zu strecken. Das ist altes Paradigma, das brauchen wir nicht mehr. Und deswegen mache ich dieses neue Programm. Das fängt am 1. November an. Das heißt tatsächlich, finde heraus, wer du wirklich bist und werde gesund und finanziell belohnt, du selbst zu sein. Und besser geht's gar nicht. Und so geht's für jeden Einzelnen von uns, für jeden ohne Einschränkung. Denn entweder funktioniert's oder funktioniert's nicht. Und ich habe mich dafür entschieden, dass es funktioniert. Und was funktioniert? Es funktioniert, dass du gesund bist. Jeder ist gesund. Also kann alles heilen. Jeder kann frei sein. Jeder kann finanziell unabhängig sein. Jeder darf Geld empfangen. Jeder darf Freiheit empfangen. Jeder darf Glück empfangen. Jeder darf Liebe empfangen. Und natürlich alles in gleichem Maße geben. Und das dürfen wir lernen, weil wir uns das, weil uns das nicht beigebracht wird, worden ist. Und weil sich so viel ändern muss in unserer Gesellschaft und weil halt Leute vorlaufen müssen. Also wenn du vorgehen möchtest und sagst, ja cool, die Patricia wäre meine Begleitung, schreib mir. Ist jetzt ein 3-Monats-Programm. Ich werde noch alles genau beschreiben, auf meine Homepage stellen, den Link hier teilen, was alles dabei ist, inkludiert ist. Es fängt am 1. November an und du kannst bis zum 15. November mitmachen. Es geht 3 Monate lang und es gibt natürlich einen Spezialpreis für die, die sich vor dem 1. November
einschreiben. Es ist eine intensive Geschichte, weil ich möchte, dass nach diesen 3 Monaten deine Welt auf dem Kopf steht, und zwar im positiven Sinne. Und wenn du Angst vor Veränderungen hast und nicht loslassen willst und Sachen in die Zukunft trägst und immer weitertragen willst, dann ist es nichts für dich. Aber wenn du sagst, ich bin bereit, das Alte loszulassen und Neues zu kreieren, dann ist es was für dich. Und das Schwierige ist, wenn wir glauben, wir müssen Altes loslassen und wir haben nichts Neues, dann wird es schwierig, auch gesund zu werden. Oder wenn du deine Krankheit loslassen musst, aber nicht weißt, was dann ist, oder? Dass du dann Angst hast vor der Zukunft, vor der Verantwortung, vor dem Leben, was du alles nachher tun musst und wie sehr du wieder im Außen stehst und wie sehr wieder die Menschen über dich eindosern. Das ist klar. Das wollen wir nicht und es muss auch nicht so sein. Das ist nicht so, sondern du darfst die Krankheit loslassen und hast aber dann schon eine neue Vision deiner Zukunft für dich. Und das ist so essentiell, weil du kannst die Krankheit nicht loslassen, dein Körper, dein Ich möchte nichts loslassen, wenn es nicht weiß, wo es dann hingezogen wird. Und da zu wissen und dieses Vertrauen aufzubauen, wer du wirklich bist und was du willst und was du kannst, was deine Vision ist, das hilft dir, nachher eine Krankheit loszulassen oder auch einen Job loszulassen, in dem du unglücklich bist, oder sonstige Umstände von denen zu lösen. Und das ist alleine halt manchmal nicht einfach. Ich weiß es. Ich sehe es auch immer wieder. Ich sehe es auch in mir. Es hört nie auf. Deswegen wird es ein ganz, ganz cooles Programm mit ganz tollen Menschen, die bereit sind und die bereit sind, Paradigmen zu shiften, zu verändern und vorwärts zu gehen. Und ich lade dich ein, mir zu schreiben an patricia@mywellfeeling.com. Und die Informationen anzufordern, dir sagen, ja, wenn du fertig bist, schick mir einfach den Link zu dem Programm. Ich möchte genau wissen, die Infos, was drin ist, die Inhalte, der Preis, die Dauer etc. Wenn ich das fertig habe, werde ich dir das dann schicken. Also schick mir einfach eine E-Mail an patricia@mywellfeeling.com und sag, ich möchte Infos zu dem Programm oder irgendwie, hallo Patricia, ich habe dein Live gesehen, sag mir, was du vorhast ab November, was auch immer, oder schreib nur Info in den Betreff. Also kriegst dann einfach von mir die klare Info und dann kannst du dich immer noch entscheiden, ob du dabei sein magst oder nicht. Auf jeden Fall, ich möchte Möglichkeiten eröffnen und wer Möglichkeiten eröffnet, muss auch drüber sprechen. Viele von euch sind auch hier Coaches oder Heiler oder sonstige Unterstützer, wo wirklich eine große Mission haben. Sprecht darüber, zeigt euch. Ich weiß, das ist eines der schwierigsten Dinge, aber wir müssen da sein, offen sein und den Menschen eben Möglichkeiten eröffnen. Und das ist auch so ein Paradigma. Ja, du darfst nicht so laut posaunen und da, da, da. Aber woher sollen die Menschen denn wissen, wo Wege offen sind? Und wie sollen Menschen angezogen werden von dir und von deiner Mission, wenn du sie nicht kundtust? Das ist so, so wichtig, darüber hinwegzugehen. Und es war auch für mich nicht so einfach, einfach hier da zu stehen, im Pyjama übrigens noch, und mich inspirieren zu lassen, über mein neues Programm zu sprechen und darüber, was mich interessiert und wofür ich brenne. Und es gibt so, so viele Möglichkeiten. Verschwendet keine Zeit mehr und macht euch das Leben zum Schönsten, dem es sein kann, oder? Also, ihr Lieben, ich wünsche euch ein wunderbares Wochenende. Ich freue mich, von ganz, ganz vielen von euch zu hören. Jetzt sehe ich, hier hat es Leute gehabt, die zuschauen. Das freut mich riesig, riesig, riesig. Und auch wenn du das nachher im Replay anschaust, schreib mir in die Kommentare, schreib mir an patricia@mywellfeeling.com und ja, lasst uns das Leben feiern, lasst uns ein tolles Leben kreieren für uns und andere. Und das ist doch die beste Mission, die wir haben und verfolgen können. In diesem Sinne, adios, bye bye, bis dann, ciao.